Ja, servus, liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute wieder bei mir vorbeischaut. Vielleicht habt ihr auch so ein Restholz zu Hause in Köln rumliegen. Wohin damit? Ja, zum Verfeuern, so Lindenholz eigentlich zu schade. Was kann man daraus machen? Ihr schnitzt mit den Kindern einen Dino aus einem Stück. Und was an dem Dino das Besondere ist, ist A, aus einem Stück und B, schaut mal die Haltung für seine Beine an. Die sind ganz unterschiedlich, deswegen wirkt er relativ lebendig. Und wie man so einen hübschen Dino schnitzt, ja, ihr seht, was wir brauchen, nämlich ein Stück Restholz, das ist jetzt Lindenholz. Das ist übergeblieben von anderen Sachen, dann ein Stift, um damit das Ganze zu skizzieren, den Dino. Und was wichtig ist, ein Multitool oder ein Taschenmesser, klar, mit Klinge und mit einer Säge. Und ja, es wird sich zeigen, wie gut die Säge ist. Ich habe es jetzt nur offen lassen, aus dem Grund, damit ihr seht, dass so ein Teil dabei ist. Ansonsten immer einklappen, dass ihr mit euch nicht selber da verletzen könnt. Ja, wichtig ist, dass wir unser Werkstück, in dem Fall den Dino, aufzeichnen, und zwar nur die Konturen. Das hilft uns jetzt schon mal beim Aussägen und auch später, wenn wir das Ganze ausschneiden und schnitzen, dass wir wirklich da auf dem richtigen Pfad bleiben, immer skizzieren und dann erst schnitzen, sonst wird das Ganze garantiert nicht. Ja, und jetzt greifen wir mal zur Säge. Ihr könnt, wenn ihr so eine habt, die Kopiersäge hernehmen. Ich nehme jetzt die hier von dem Taschenmesser. Wichtig ist die Beine. Die lassen wir dicker, weil wir wollen ja gegenläufige Beine schnitzen bei unserem Dino. Ja, und das wird sich jetzt beweisen, wie gut oder wie schlecht die Säge ist, wenn sie hart wird, wenn sie sich verbiegt, wenn sie sich gescheit beißt, dann wird das Ganze zur Qual. Dann braucht ihr die Kopiersäge. Ansonsten geht es im Handbetrieb eigentlich auch ganz gut voran. Wir haben jetzt vor uns den sogenannten Rolling liegen. Das heißt, mit dem Sägen können wir aufhören, packen wir gleich mal die Säge ein, besteht keine Verletzungsgefahr. Zack, zack und zu. Und ihr seht selber, hier stehen die Holzsplitter ganz munter raus am Rolling. Und ja, wer nicht will, dass er die ganze Zeit nach dem Schnitzen die Holzsplitter, die Spreißel aus seinen Fingern rauspult, der sollte jetzt mit der großen Klinge einfach mal grob über diese Kanten gehen, die Kanten brechen und natürlich die Holzsplitter entfernen, weil sonst wird das Ganze wirklich schmerzhaft. Also, nehmt euch die Zeit und entfernt einfach mal die Holzsplitter, die links und rechts rausstehen vom Rolling, und dann könnt ihr mit dem Schnitzen beginnen. Ansonsten tut ihr euren Händen keinen Gefallen.
about love and all the things we had. We are up, we are down, but we're never giving up. A girl is on the way and you find me. I will do the same for you, trust me. That you love me is a power. Stay here 24 hours, baby. Think about me. Now and I'll give you everything you wanted. Ja, und jetzt schnitzen wir mal die Beine von unserem Dino raus. Er sieht selber her, wieder mit einem Fahrschnitt von links, von rechts, von links, von rechts und kräftig gleich das Holz rausheben. Immer wieder gegenseitig rein. Und da ist wirklich wichtig, dass ihr ordentlich Druck auf die Klinge bekommt, damit hier was rausgeht. Und immer schön das Ganze rausholen. Und ihr seht selber, wie schnell wir hier die Vorderläufe vom Dino herausarbeiten können.
Ja, meine Lieben, so ein tolles Uhrzeittier könnt ihr auch ganz toll schnitzen. Da bin ich überzeugt davon. Wer will, kann es auch noch anmalen. Weitere tolle Schnitze, die ihr drinnen und draußen findet, auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Macht es gut, bis dahin. Fertig, servus.